Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Wir sind mittlerweile schon bei der 18. Lektion angelangt und beschäftigen uns jetzt hier mit der Funktion Round. Round ist eine tolle Funktion, die uns PHP zur Verfügung stellt. Sie dient nämlich, wie es auch schon der Name andeutet, zum Runden. Ja, schauen Sie sich das Listing an. Der PHP-Tag reicht von der Zeile 1 bis zur Zeile 8. Wir haben hier wieder eine Zuweisung einer Variable. Bei uns heißt die Variable jetzt hier Preis netto. 23,467. Das Komma wird hier mit Punkt in dem Fall festgelegt. Dann haben wir hier eine Variable mehr, wird Steuersatz, die hat den Wert von 0,20. Wenn man hier dann den Preis netto mal den Mehrwertsteuersatz multipliziert, bekommt man hier dann dementsprechend dann den Bruttopreis, also den Preis brutto, der hier über Echo ausgegeben wird. Und dann haben wir hier diesen Wert. Dann haben wir eine Echo-Anweisung, vorher vielleicht noch der Hinweis auf den BR-Tag, der den Zeilenumbruch dann bewirkt hier. Den gerundeten Preis, und der wird dann ausgegeben in der siebten Zeile mit der Funktion round. Und round bewirkt dann, dass dieser Wert, der herinnen steht, für diese Variable Preis brutto, der also vorher noch in der vierten Zeile festgelegt wurde, in der fünften ausgegeben wurde, gerundet wird und das hier genau auf zwei Nachkommastellen. Das wäre dann hier dieses Ergebnis. Also hier hinten wird das dann abgeschnitten und dementsprechend dann gerundet. Ja, Round ist wieder eine weitere Funktion. In PHP gibt es ja mehrere solcher praktischen Funktionen, aber diese Funktion würde man vielleicht auch ab und zu wieder verwenden können. Mein Verweis jetzt wieder die Aufgabenstellen durchzuarbeiten, dass das praktisch gleich eingeübt wird. Und mir bleibt ein Danke für das Zuhören und Zuschauen. Danke.